Zurück in Veggie Village. Wir haben alle Kleeblattseiten zusammen. Oh, da ist der Agent von Schlammfurt und Söhne. Skip Gordon. Der Vertrag mit Schlammfurt und Söhnen wird mir eine hübsche Stange Kohl einbringen. Heute sind sie unbekannt, aber schiene morgen werden sie Lorbeer begrenzt sein. Die hören nicht auf mit diesem Gemüsegerede. Früher habe ich mich den ganzen Tag über wegen des Wetters gesorgt. Jetzt habe ich Angst davor, dass mich eine von Tess Maschinen auffressen könnte. Das ist ein ziemlicher Tempowechsel. Und auch nicht so gesund auf die alten Wurmknochen. Er hat neue Kostüme, hieß es. Hey, du hast jede Seite in dieser Welt gefunden. Ich habe an etwas Besonderem für dich gearbeitet, an der Art, so wie dir. Komm in meinen Laden und zieh es dir an. Aber nicht, wenn du hier deinen brennenden Hund auf mich hetzt, Wuff. Yo, Lucky, ich und die anderen Golems dachten, du könntest vielleicht Hilfe brauchen. Ich habe deine Ausrüstung hier bei mir, Kumpel. Was gibt's denn? Okay, prognostizierte Perücke. Gib's mal her da. Das sieht aus wie Tess. Und den Laborkittel 2.0. Ja, weißt was? Wir werden uns hier... Wenn wir hier schon auf eine Tüftlerin treffen, ja, dann werden wir hier auch ganz eindeutig hier mit denselben Waffen kämpfen. Super Lucky. Moment, das sind die Stinkpfade. Das ist nicht der richtige Ort dafür. Schlaft schön weiter, meine Schweine. Schön weiter knurren. Schön weiter das Feld hier behaken und auch weiterhin alles in gewohnten Gang machen. Ja, ich befreie jetzt Veggie Village. Hallo, Postbote. Mach auf das Teil. Da ist es aufgesprengt. Wreck der Postgolem. Also, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten, ich habe die Operationsbasis von Tess am See gefunden. Hurra! Die schlechten Nachrichten, sie scheint sich wirklich darüber zu ärgern, dass wir uns an ihren Maschinen zu schaffen gemacht haben. Sie hat da draußen etwas Großes gebaut und lacht sich ins Fäustchen. Okay. Aber das macht ja nichts. Wir werden sie jetzt unschädlich machen. Er ist so glücklich, der wird hier vorne warten. Du bist wirklich ein hartnäckiger Nervtöter. Ich muss zugeben, dass deine Fähigkeit, meine Prognosenmodellen zu trotzen, überraschend ist. Aber du hast mir lange genug Sand ins Getriebe gestreut. Erlaube dir, dir meine neueste Erfindung zu präsentieren. Petunia! Gemeinsam werden wir dir dieses ständige Grinsen aus dem Gesicht wischen und dir jede einzelne Seite wegnehmen, die du bis hierher gesammelt hast. Mach dich bereit, du lästige Aberration. Gutes Gespräch. Tess, ich mag es, wie du hier richtig aufblühst, aber hör auf, mich zu zersägen. Also ich leg die Hebel um. Und zwar bevor sie den ersten Schuss wagt. Okay, der Laser, der kommt trotzdem. Da hat sie einen kurzen Kurzschluss erlitten. Na, Tess, was sagst du jetzt? Ich weiß, wie die Maschine funktioniert. Ich mach dann mal die Bienen unschädlich, ja? Die kann ich hier nicht gebrauchen. Erstmal nicht zu früh gesägt. Oh, oh. Gerade so daneben. Wenigstens hat sie kein Loch hier in das Holz gemacht. Okay, da muss ich warten, weil das Ding geht sofort an. Aber es sind nur ein paar Schalter, die es hier zu betätigen gilt. Das ist wieder ausgegangen. Oder ich war nicht fest genug dran. Einer noch. Erstmal den hier vorbeiziehen lassen. Dann gibt es hier den zweiten Kurzschluss für Petunia. Na, Tess, jetzt bist du blank, was? Und schon wieder die Bienchen. Die schlafen hier mitten im Gefecht ein. Fertig ist das. Die sägt gleich wieder los. Deswegen, ich warte einmal hier.
Na, was als nächstes? Jetzt kommt sie wieder mit den Pfoten. Lass die Spinnenbeine eingefahren, Tess. Das tut der Petunia nicht gut, wenn du sie überlastest und wieder an den Hebel gezogen. Okay, jetzt feuert sie aus allen Rohren. Mal was anderes als die Laser, also die sind jetzt kaputt. Sieht so aus, als würde Petunia im Wasser brutzeln. Gut gemacht, Junge. Unser kleines, verschlafenes Dorf könnte mehr Freunde von deinem Schlag gebrauchen. Weißt du, Tess mag zwar verrückter sein als ein Hornissennest in einer gut geölten Zentrifuge, aber ihr Willen, hier für ein wenig Innovation zu sorgen, ist nicht bloß schlecht. Vielleicht sollten wir das Dorf ein wenig auf den neuesten Stand bringen, wenn diese Portale in die anderen Welten wieder offen sind. Übrigens hast du schon meine neue Frau Hilfs-Sheriff Jolene kennengelernt. Ich dachte, ich könnte einen neuen Partner gebrauchen, weil du weiterziehen wirst, nachdem ich dir diese Kleeblattseite hier gegeben habe. Nochmals vielen Dank und komm jederzeit wieder, hörst du? Wisst ihr, ihr beiden, ihr passt echt perfekt zusammen. Allen Wissenschaften zum Trotz tauche ich tiefer in die Geschichte ein.